Leute, ich hieße der Abrix und zwar mit einem sehr speziellen Video, denn vor euch seht ihr mein erstes Mock. Ja klar, ich habe viele Mocks gemacht, also schon vorher, aber die waren natürlich komplett bunt und ja, etwas instabil meistens. Also nur ich wusste, wie ich sie anheben muss und wie ich sie tragen kann und alles mögliche. Ja, aber hier ist es, handelt sich es um ein Diorama und ja, ich würde sagen, gehen wir doch mal durch das schöne Diorama durch. Ich gebe euch mal ein paar Perspektiven. Ja, und sonst würde ich sagen, sag ich mal ein paar Wörtchen zu meinem Mock und lasst uns loslegen. Und wir fangen auch gleich mit der Sache an, die mir hier am meisten gefällt. Und das ist ja definitiv diese Explosion. Ihr seht ja, das Blaue leitet sich um in Lila. Lila wird zu Rot, Rot wird zu Gelb. Flamme und das halbe Teil vom AAT ist weg. Ja, also ist echt cool. Was mir aber auch gefällt, ist hier diese Bombe, die gerade hochgeladen wird. Und diesen Superkampfdroiden umschmeißt. Das finde ich ganz cool. Ihr seht hier das tickende Bombenteil, eigentlich ein Kompass, sieht schon cool aus. Und das hier natürlich auch super wild, hier ganz ehrlich. Dann sehen wir hier ein Chewbacca. Ich habe hier mehrere Chewbaccas drin. Ja, ein Chewbacca schmeißt sich gerade auf einen B1-Kampfdruiden. Ja, ist doch eigentlich ganz normal hier. Dann Commander Gree, ja genau, Commander Gree. Der ballert hier gerade auf einen Kashyyyk-Druiden, sehr, sehr coole Minifiguren hier aus diesem Set. Übrigens auch, Review, könnt ihr euch auch anschauen. Ist wirklich sehr, sehr cool geworden. Und dann sehen wir hier überall noch ein bisschen, ja, Explosionsflamme, alles Mögliche. Dann hier nochmal zwei Kashyyyk-Trooper. Der erste Kashyyyk-Trooper, der wird hier gleich abgeschossen. Ich meine, es muss ja auch Opfer geben für die Guten. Und der andere Kashyyyk-Trooper, der versucht, die noch zu schützen, aber hat wohl doch nicht so ganz geklappt. Dann hier dieses Teil vom AT-RT Walker aus der 20th Anniversary Edition, genau. Ja, könnt ihr euch auch ein Review anschauen. Habe ich auch schon ein Review gemacht. Habe schon ziemlich viele Reviews, aber hier seht ihr dann nochmal einen Wookiee Warrior, der kommt auch aus diesem Set. Und hier nochmal, ja. Das Einzige, was mir an diesem Set vom AT-RT aus der 20th Anniversary Edition nicht so gefällt, ist der AT-RT. Weil ich finde einfach, der passt nicht so wirklich. Ich hole ihn mal, damit ihr wisst, was ich meine. Ja, und hier seht ihr sie nochmal nebeneinander. Also das Teil ist ja wirklich riesig im Vergleich zum AT-AP. Das ist, nee, das geht halt einfach nicht. Das ist einfach nur viel zu groß für meinen Mock. Lego, bitte versteht das nicht falsch. Ich finde das 500S First Battle Pack richtig, richtig cool. Aber dass ihr wieder so einen riesigen... Ihr könntet das doch einfach nur auf 20 Euro machen und dann irgendwie einen kleineren Walker und den Barkspeeder. Das würde für mich für 20 Euro durchgehen oder für 25. Aber dass das halt wieder ein Monstrum ist beim 500 First Battle Pack, finde ich jetzt auch nicht so toll. Ist übrigens auch meine Meinung. Schreibt eure in die Kommentare. Aber mit dem Mock an sich geht es nochmal weiter. Hier habe ich zum Beispiel mit Trans-Clear-Teilen gearbeitet, damit das so eine Illusion gibt, als würde er im Flug sein. Hier sehen wir dann nochmal den AAT, Assault, Armored Assault Tank natürlich. Hier nochmal ein bisschen Lava. Was für Lava? Voll lauter Minecraft. Ich spiele übrigens jetzt, habe jetzt angefangen Minecraft zu spielen und Lava. Naja, hier sehen wir Anakin Skywalker. Der rasiert die erstmal alle. Also, wir sehen hier, ja, schneidet einem Droiden gerade den Kopf ab und wehrt gleichzeitig auch noch einen Schuss vom Superkampfdroiden ab. Also, ja, ist mal wieder Jedi-Style hier. Dann ein alter Chewbacca-Renter nochmal. Wartet kurz, ich ersetze. Wartet. Ich habe hier eigentlich noch einen normalen Chewbacca. Was glaubt ihr, soll ich den ändern? Ah, schreibt mir in die Kommentare, weil das sind die nicht alle gleich. Ich meine, der Chewbacca, haben wir hier nochmal einen Chewbacca und irgendwo haben wir da nochmal einen Chewbacca, oder? Nee. Ja, zweimal Chewbacca in einem Set. Naja. Aber ist halt so. Denn sonst kommen halt nur Chewbaccas. Wäre cool, wenn auch andere kommen. Oh mein Gott. Hank Peel. Oh mein Gott. Was ist mit dem los? Huh, so. Jetzt sieht er normal aus. Also der ist auch lustig. Also der Wert hier gerade ist dabei, einen Schuss von einem Armored Assault Tank abzuwehren. Also das ist schon ein bisschen cringe. Aber es ist so.
Und die Frage, warum ich jetzt das dritte Standbein nicht rausgefahren habe, der ist sozusagen, der rennt noch. Ich habe hier hinten noch nicht die Lockerung abgemacht. Ja, toll. Denn das wäre nämlich auch komisch. Ihr seht hier, das Ganze hier ist echt riesig. Und wenn ich das jetzt hier so drauflenken würde, sähe das wirklich komplett unrealistisch aus. Aber das sieht ganz lustig aus, finde ich. Sonst natürlich, die Kanone macht nochmal das, was ich am Anfang nochmal besprochen hatte. Und sonst, ja, wäre es das hier für meinen Mock. Und falls ihr euch fragt, genau das Mock wird an die Brick Story geschickt. Ich habe jetzt noch bis zum 19. Zeit. Hat er jetzt nochmal in seinem neuen Livestream-Video gesagt. Und ja, ich hoffe mal, ihm gefällt's. Und ja, sonst würde ich sagen, war's das für dieses Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Schreibt mir in die Kommentare, ob ich noch ein paar Mocks machen soll und die hier vorstellen kann. Manchmal werden noch, ja, also ihr seht schon, ich hatte jetzt nicht eine große Wahl mit den Baseplates da. Ich hatte nur eine. Es ist jetzt eine Baseplate, aber auch nicht die größte. Deswegen war das jetzt ein bisschen schwierig, denn 15 Euro für eine Baseplate auszugeben, da kaufe ich mir eher ein Battle Pack. Aber trotzdem, ja, das Video hat mir ziemlich Spaß gemacht und das Mock zu bauen auch. Und sonst würde ich sagen, ciao und bis zum nächsten Video. Ach und übrigens, natürlich, wenn euch das Video gefallen hat, gebt ein Like oder ein Abo. Unterstützt meinen Kanal, finde ich super, wenn ihr es schon gemacht habt. Und sonst würde ich sagen, ciao und bis zum nächsten Video.